Neues Ziel, klettere auf den Ursprungsbaum, habe ich gemacht. Und das neue Ziel ist wahrscheinlich nach Dashmir reisen auf das Grab. Ach, das ist wieder der Vogel. Mal kurz schauen. Hier ist aber nichts mehr. Nimmt uns wieder mit. Niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Ich wusste es, dass sie überlebt hat. Die neunte Schwester. Ich finde grün und rotes Licht virtuell. Sieht schon episch aus. Okay, bis jetzt noch kein Schaden, das ist gut. Okay, doch schon Schaden. Okay, schon mächtig. Ich weiß nicht, ob ich die Macht irgendwie abwehren kann. Vielleicht kann ich sie doch irgendwie abwehren. Sie hat gleich keine Ausdauer mehr, also auf jeden Fall werden wir gleich etwas Schaden machen. Ah, sie schwankt. Hätte sie angreifen müssen. Gleich wieder aufstehen. Eigentlich schon riesig, die Schwester hier. Doppelklinge habe ich auch noch, Schwester. Siehst du's? Sieht vielleicht auch episch aus, so der Kampf. Doppelklinge gegen rotes Schwert. Komm, steh auf. Denk mal, es ist schon richtig, wenn wir mit der Macht weggestoßen werden, dass wir uns wegrollen, damit Kerl wieder aufsteht. Aber noch gehen wir ganz gut mit dem Schaden hier raus. So viel Schaden habe ich noch nicht kassiert. Das ist nicht gut, wenn sie mal würgen will. Aber nur beinahe, ne? Nicht mit mir. Ich fahre sie mal wieder ein. Mit einer Klinge mache ich mehr Schaden, damit das Gefühl. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Was du kannst, kann ich auch. Schau zu. Ich kann auch zwei Schwerter machen. Oh, das war nicht gut. Wahrscheinlich wird sie ihr Schwert ja noch drehen, was die Inquisitoren ja mal machen. Oh. Kannst du es nochmal machen? Wenn vorbereitet. Auf jeden Fall schon ein cooles Duell hier. Und so macht es auch Spaß. Ich glaube, Kel wird schon automatisch jetzt die Macht ein bisschen ab. Ach so, da muss ich echt aufpassen. Ich brauche einen Stimbidi. Ich will aber nicht ganz von Anfang wieder anfangen. Quicktime. Ich drücke schon so schnell wie ich kann. Ich glaube, es sah gut aus. Oh, die Hälfte des Lebens ist schon weg. Das ist gut. Die Hälfte des Stims ist auch schon weg. Das ist auch nicht gut. Aber lieber so. Ich weiß nicht, ob ich von ganz vorne wieder anfangen muss, wenn ich sie. Oder wenn sie mich jetzt umhaut. Nicht mit mir. Also sie springt weg. Du wirst sterben wie die Ratte, die du bist. Nein, du vorher. Das verspreche ich dir. Ich mach's doch kurz und schmerzlos. Oh, das finde ich gut. Stimmt. Nicht, dass wir noch drauf gehen. Den kleinen Fehler hier.
Okay, das war gut. Das war schlecht. Das war richtig scheiße. BD, ich brauche Hilfe. BD. Auf jeden Fall nochmal schnell Hilfe. Ich kann auch nicht verlieren. Ich hab's doch schon so gut geschafft. Das ist nicht gut. Keine Stims mehr. Ich weiß nicht, von ganz vorne wieder anfangen muss, wenn ich jetzt down gehen sollte. Zeit, die anderen zu finden. Das war nicht gut. Egal, ich bin vorbereitet. Ich soll es jetzt hinkriegen. Die Frage, ob ich im kompletten Leben wieder anfange, gegen sie zu kämpfen, kann ich mir eigentlich selber beantworten. Gegen die andere Schwester haben wir auch mit dem vollen Leben wieder angefangen. Bin auch mal gestorben. Vielleicht schneide ich es ja auch so. Ach, da steht sie schon. Vielleicht schneide ich das ja auch so, dass man gar nicht sieht, dass ich einmal draufgegangen bin. Ach doch, wird man sehen, weil sie ja schon leuchtete. Einfach erstmal blocken. Sieht eigentlich schon ganz gut aus gerade. Das sieht richtig gut aus. Noch keinen Schaden bekommen. Das kann ich auch noch ändern. Okay, jetzt habe ich Schaden bekommen. Aber akzeptabel. Oh, sie schwankt. Das ist meine Chance. Gefühl sieht ja schon besser jetzt aus. Wieder aufstehen. Weg. Nicht mit mir. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auch mit der Macht umschleudern könnte. Ich kann es ja gleich mal probieren. Ach, irgendwas habe ich gemacht. Ich habe die Macht eingesetzt und sie zu mir gezogen. Auf jeden Fall blocke ich so ihre mächtigen Angriffe. Okay, jetzt sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Quicktime. Ich drücke und habe es geschafft. Die Hälfte des Lebens ist schon weg. Sie ändert ihre Angriffe. BD. Auf jeden Fall, BD. Ach, das finde ich gut. Die Angriffe sind immer sehr stark hier. Ich kann sie auch wegschleudern. Das kommt davon, wenn man den Helden spielt. Gefühlt war die Runde auf jeden Fall schneller, aber auch besser. Und ich weiß nicht, warum Kerl gerade nicht blocken wollte. Aber ich muss schon sagen, ich stelle mich doch gar nicht so doof an, ne? Jetzt sollten wir es eigentlich hinkriegen. Alle guten Dinge sind drei. Und das werden wir jetzt auch schaffen. Hallo Schwester. Wir müssen immer nur ihre Blockausdauer abziehen. Aufstehen. Und gar nicht so weit weg, wenn sie immer den Sprungangriff hier macht. Aber wenn sie so rot leuchtet, sollten wir weg. So, kontern. Ich meine, wir machen ja schon Schaden, ne? So ist es ja nicht. Die Hälfte des Lebens haben wir eben ganz schön abgezogen. Das ist jetzt noch keinen Schaden wieder genommen. Beinahe hätte ich's gespürt. Du hast es doch gespürt. Gleich wieder aufstehen. Ich hätte auch Angst vor mir. Ich hab keine Angst vor dir. Vielleicht du vor mir. Sollst du auch haben. Ah, das ist nicht gut. Ich versuche mal wegzurennen. Ich sollte schon wegrollen. Der Angriff ist neu, den kannte ich noch gar nicht. Oh, das war nicht schlecht. Nee, zu mir herziehen kann ich sie nicht. Da will ich nur Energie verschwenden. Sie ist einfach zu stark nach der Hälfte. Jetzt ist sie halt abgezogen worden. So, jetzt gebe ich mir auch Mühe. Ah,
Also ich gebe mir immer Mühe, ne? Aber jetzt versuche ich nochmal auf jeden Fall. Langsam kennt man die Angriffe. War das schon alles? Okay, da irgendwie gekontert, warum auch immer. Das ist ein Punkt für mich. So, manchmal rollt er gut weg, manchmal auch nicht. Aber es läuft, glaube ich, schon ganz gut für uns. Ich dachte, sie springt auf uns. Achso, das ist ihr Angriff. Muss man sich mal merken. Okay, jetzt bringt also nichts, das Lichtschwert so wegzuschleudern. Und springen. Das ist auch ganz gut, finde ich. Ah, ich drücke schon. Mit der linken Hand ist es ein bisschen schwierig. Aber geklappt. Ah. Die Jedi sind auch nicht mehr das, was immer waren. Doch, ich glaube, es sieht ganz gut für mich aus. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, viel mehr Leben abgezogen als die Runden davor. Komm, steh auf. Ah, ich glaube, wir machen so Schaden, wenn wir das immer blocken. Ach, nochmal weg, Kell. Scheiße, komm, steh auf. Das kann doch nicht sein, dass wir das letzte Stim benutzt haben und sie ist auch gleich down. Sie hat doch gar nichts mehr. Also nicht mehr wirklich viel. Eigentlich sollte ich es schaffen. Behaupte ich mal. Und springen. Jetzt springt sie wahrscheinlich auf mich. Boah, das ist knapp. Aber wir sollten es eigentlich schaffen können. Scheiße. Ich will nicht wegen dem letzten Leben verlieren. Scheiße. Sie hat nur minimal gehabt. Ich wollte wegrennen. Ich wollte rollen, aber nee. Okay, jetzt auf jeden Fall schaffe ich es. Das war schon ganz gut. Also ich weiß nicht, wie ich schneiden werde. Ob ich was schneide, ich finde, das gehört alles zusammen. Vielleicht schneide ich auch eine Runde mal raus, wenn es nicht so gut lief. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So, letzte Runde. Jetzt sollten wir es schaffen. Ich muss nur besser kontern. Und öfters. Das ist auch kein Problem. Okay, wenn sie so leuchtet, sieht man nicht, ob sie einen mächtigen Angriff macht oder nicht. So, die Angriffe sind ja auch noch einfach. Oh, er ist schnell. Ist nicht mal durch die Haut gegangen. Oh, das hat wehgetan. Ja, das hat's leider. Gerade am Anfang ist das nicht gut. So, werden wir sie erstmal ein bisschen down haben. Er kassiert sie auch ordentlich. Ich roll nicht lang genug. Das ist mein Problem. Ich roll einfach nicht weit genug oder lang genug. Ich kann die Runde, glaube ich, schon vergessen. Sieht nicht ganz so gut für mich aus. Aber vielleicht kommt es noch. Stim. Das war gut ausgewichen, glaube ich. So, ich drück schon mal. Hälfte Leben wieder weg. Okay, so mache ich keinen Schaden bei ihr. Ich kenne ihren Angriff noch nicht ganz so. Da habe ich eigentlich kaum eine Chance, glaube ich. Oh, hochspringen. Jedi-Rolle nutzen. Haben extra gelernt. War das schon alles? So, ganz schnell wieder drücken. Sieht gut aus.
Okay, ganz wenig Leben hat sie nur noch. Also haben sie eben auch nicht geschafft. Kerl blockt einfach nicht mehr. Aufstehen, Kerl. Du hast es fast geschafft. Jetzt verliere ich noch. Wir haben es fast geschafft. Das sieht, glaube ich, gut für uns aus. Jetzt kein Blödsinn mehr machen. Ganz, ganz wenig Leben nur noch. Hierher, BD. Hilfe, BD. Manchmal nutzt er nicht ins Team komplett. Und jetzt haben wir es geschafft. Wenn ich mich gut anstelle, aber es sollten wir schaffen. Ah, ich drück schon. Zu groß ist. Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das geringste. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben. Und verbrennen wir den Rest von uns. Ist es Zorn? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde. Von wem lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium. Aber dich schon. Ja, das war das Ende eines Inquisitors. Hey, wir dachten, du wärst tot. Gut. Wir müssen zurück. Sie und Grease erwarten uns.